Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu einer neuen Runde hier bei Im Kopf des Zuschauers. Destroyer alias Devin hat mir eine Runde Town of Salem zukommen lassen. Und ihr seht es schon oben links in dem Public Test Realms. Er wollte nämlich Town of Salem The Coven ausprobieren. Ist aktuell möglich. Ja, ihr habt es vielleicht gesehen im Stream von gestern oder auch heute Abend vielleicht wieder. Müssen wir mal schauen. Er wurde allerdings Jailer. Wer das Projekt nicht kennt, bei Im Kopf des Zuschauers können mir Leute Runden zukommen lassen und ich kommentiere das Ganze. Wichtig ist, ihr lebt lang genug. Und wichtig ist hier, das ist der VIP-Mode, ein neuer Modus, der eingeführt werden soll. Der Release dieses Spiels oder dieses Spielmodus, des Extension Packs, soll im Juni stattfinden. Ich würde sagen, es steht noch in den Sternen, weil bisher ist es einfach nur unglaublich laggy und buggy vor allen Dingen. Wir haben hier die Zusammenstellung für den VIP-Mode, das heißt, eine Person wird als VIP bekannt gegeben. Jeder Townie weiß das und diese Person muss überleben. Allerdings noch buggy, wir hatten im Stream gestern eine Runde, da hat es nicht funktioniert. Wie dem auch sei. Pot claimt keine Rolle, nur Crab Roll, er soll Escort sein. Finde ich schon mal verdächtig, weil hat zu lange gedauert, eine Rolle zu claimen. Man hat ja auch gesehen, es wurde früher gestartet, weil man muss teilweise sehr lange warten. Das waren gestern Abend, als wir gespielt haben, zwischen 9:30 und 10:30, nur um die 200 Leute online, die gespielt haben, dann halt auch verteilt auf die verschiedenen Modi. Muss man mal schauen. Fest steht, hier ist auch der Lever gewesen, aber Public Tester starb erstmal. Durch den Crusader eine neue Rolle, die dazukommt. Wir werden die einzelnen Rollen im Laufe der Zeit auf jeden Fall auch erklären, wenn es dann soweit ist. Der Tracker ist da und ein weiterer Townie und der Lever Yellow Fox war hoffentlich für die Town ein Bösewicht, einer aus dem Hexenzirkel. Nein, er war Doktor. Damit ist Random Town auf jeden Fall schon mal raus. Das heißt, sollte noch eine Escort sterben, wissen wir, dass Pot ein Lügner ist. Pirate sagt, er sei Guardian Angel. Tell me when I should heal ya. Interessant. Der Pirat claimt also, Guardian Angel zu sein. Dazu wissen wir ja, dass Lapis Lazuli angeblich der VIP ist. Das heißt, er ist Confirmed Town. Ihn hätte man mitnehmen können, um eben abzuklären, hier, was ist deine Rolle? Denn das ist wichtig, einfach nur um Bescheid zu wissen. Aber okay. That's nice to hear. Ansonsten nichts Großartiges. Jetzt wird Lapis Lazuli mitgenommen. Wahrscheinlich wird ihm dann jetzt auch im Jail mitgeteilt. So, hier, du bist übrigens der VIP. Ich bin Devin, der Jailer. Also kannst du mir schon mal vertrauen. Und dann weißt du halt auch, welche Rolle er hat. Aber es wird gewechselt auf bla bla bla. Okay. Willst du es so nicht spielen? Hast dich umentschieden. Pirate claimed to be my guardian angel. Was natürlich hier auch eine einfache Möglichkeit ist, das Spiel kaputt zu machen, ist, ihn anzuwispern. Jeder Townie wispert einfach nur den VIP an und sagt, hier, ich weiß, du bist VIP, ich bin die Rolle. Und das ist halt ein bisschen schwierig. So, was kommt jetzt für ein Claim von bla bla bla? Ich hoffe natürlich auch sowas wie Doktor. Weil dann wäre es ein Easy Kill. Crusader. Kann sein. Oh, look, the last protecting is trapped in jail. Ja, woher soll er das dann wissen, bitte? Und der Trapper ist noch da. Das ist korrekt. Da hat Devin recht gehabt. Aber okay, mal schauen, was sonst Großartiges passiert. The Guardian Angel was watching over you. Perfekt. Damit ist Pirate eigentlich confirmed, meiner Meinung nach. Pirate has left the game. Haut direkt danach ab. Und er hat seinen Job gemacht. Schön. Good job, Mayor. Mayor ist unwahrscheinlich. Gast sagt, er wurde kontrolliert. Und es wird offen gesagt, wer protected wurde. Natürlich schlimm, dass er direkt gelieft hat. Weil damit macht es natürlich ein bisschen komplizierter. Aber in Ordnung. Ja, jetzt muss man mal schauen, auf wen du jetzt gehst. Die Frage ist halt auch, was ist denn eigentlich die Rolle von dem Lapis Lazuli? Welche Townrolle stellt er da? Ich könnte mir gut vorstellen, so ein Psychic.
Aber jetzt hoffe ich natürlich für dich einfach nur auf einen dummen Claim, dass eben jemand etwas claimt, was nicht möglich ist. Zweiter Tracker, Doktor, Medium, alles easy kills. Als nächstes muss Gus antworten und in der Nacht mal ein bisschen mit dem Jailer talken und sagen, hier, schön, dass du mich mitnimmst, was geht ab? Ich hoffe natürlich drauf, dass da jetzt ein bisschen was passiert, weil es ist aktuell, finde ich, auch in den Runden, die wir gespielt haben, sehr langwierig. Es passiert relativ wenig. Vor allem eben mit dem verbuggten Piraten, den es gibt, auch wenn er hier aktuell nicht drin ist. Und sobald die Witches die Necronomicon haben, wird es problematisch. Hier haben wir das Problem, Gus und Pot, beide claim Escort, einer von beiden lügt zu 100%. Das Beste, was jetzt für Devin passieren würde, wäre, ein echter Escort stirbt, dann kann er beide mitnehmen, exekutieren. Nate the Snake wurde angeblich noch 1 geroblockt. Und dann wurde er kontrolliert. Ist möglich. Lustig wäre jetzt gewesen, wenn der Devin geclaimt hätte, dass er geroblockt wurde. Oder ihn geroblockt hat, weil dadurch wäre es ein easy kill gewesen. Jetzt hat man auf jeden Fall schon mal zwei Leute, die man ein bisschen im Auge behalten muss, weil nur einer von beiden die Wahrheit sagen kann. Pirate und The Blind Lookout sind down. Pirate, der Guardian Angel, hat gelieft. Brutally Murdered, das heißt wahrscheinlich Vigilante und Crusader. Town Killing ist damit auch confirmed. Nämlich, dass es ein Vigilante ist. Er wurde gewoblockt nach 2. Und damit ist eigentlich schon, ja, nicht klar, wer gelogen haben muss, weil er wurde kontrolliert. Der Trapper ist down. Ja, herzlichen Glückwunsch. Der Vigilante wurde anscheinend kontrolliert. Das macht am meisten Sinn. Denn sonst hätte er nicht losgeschossen, das kann ich mir nicht vorstellen. Jetzt natürlich hier die Fähigkeit nutzen, zu protecten, kann man machen. Ist natürlich eine Möglichkeit, aber du bist der Einzige, der jetzt noch richtig killen kann. Abgesehen vom Crusader. Weil der Trapper ist raus, der Vigilante wird sterben. Nate the Snake war der Vigilante und es sind noch 3 Witches da. Ich meine, noch haben die Tau natürlich die Oberhand aufgrund der zahlenmäßigen Leute. Aber das Ding ist, jetzt haben sie eben das Necronomicon und je nachdem, wer es hat, kann es jetzt sehr viele Kills geben. Da muss man aufpassen. Vielleicht wäre ein Whisper an Lapis Lazuli besser. Nicht mitnehmen. Wenn er nämlich jetzt zum Beispiel Escort claimt, hast du 2, die du killen kannst. Aber ich gehe vom Psychic aus. Lapis Lazuli ist Psychic oder Sheriff. Na, Lapis Lazuli wird auf jeden Fall mindestens eine Nacht überleben, weil der Jailer beschützt ihn ja. I'm Devin. What role are you, by the way? Pot wird gewählt, jetzt kommt der Escort-Claim und dann gibt es den Counter-Claim, im Normalfall, von Gus und dann wird eben einer von beiden gegiltied. Veryl Voyage mit dem Wechsel von Devin dann doch noch auf Pot. Interessant. Er claimt ja nichts. Er hat aber schon lange gebraucht. Er hat auch in Nacht 1 lang gebraucht. Ich habe ihn da schon ein bisschen, so ein kleines bisschen verdächtigt. Und hier kommt halt kein Claim. Und da jetzt hier easy guilty. Es kann kein Jester sein. Und damit würde ich jetzt Gus eher vertrauen. Jester. Was ist mit dir los, Rebel Voyage? Ja, easy guilty. IDFC sagt no jester, aber abstained. Wenn wir hier jetzt die Escort haben, würde ich noch auf Gas wechseln und killen. Ja, Devin ist suspicious, er hat geguiltied. Auf jeden Fall. Und? Echte Escort? Nein, Potion Master ist raus. Das ist gar nicht so schlecht. Weil im Normalfall kriegt jetzt erstmal der Coven Leader, würde ich sagen, mit höherer Wahrscheinlichkeit das Necronomicon. Auch wenn es. Nee, es steht sogar fest. Er kriegt es auf jeden Fall. Und das heißt, die Ding kann nicht viel machen. Ja, wir haben den Psychic. Das war aber auch zu erwarten. Psychic oder Sheriff. Weil aufgrund der Claims, die wir bisher kannten, musste er einer von denen sein. Pot is evil, okay. Das haben wir ja schon geklärt.
Ja gut, Nate the Snake ist tot. Der stirbt ja jetzt. William ist down. Revel ist auch down. Dann hat man vier Townies, die man kennt. Es sind noch zwei Witches oder Coven-Mitglieder am Leben. Zwei, vier, ja gut, dann sind sie alle bekannt. Weil wahrscheinlich jetzt bla 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 einer von den Bösen sein müsste, oder? Das müsste ein Crusader-Lügner gewesen sein. Wenn der Crusader ist, dann sind es IDFC und Gus. Bei Rebel Voyage und William Hobbs sollen Confirmed Town sein. Blablabla starb durch den Coven Leader, das heißt, er war doch der Crusader. Und jetzt kann man das eigentlich relativ einfach machen mit Votes, weil das ist eigentlich alles klar. Weil er kennt alle vier Confirmed Townies und damit muss es halt Gus und IDFC sein. Das heißt, Rebel Voyage oder William Hobbs sind ist die Escort. Hochvoten, fertig gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Ding hat's auch gefunden. Perfekt. Rebel Voyage hat auch schon mehr oder weniger rausgeschlossen, wer es sein muss. Und da haben wir den Lügner mit IDFC. Außer natürlich Lapis Lazuli ist hier verbuggt, dass er nämlich böse ist. Und da kommt ein Obvious-Lied dazu. Damit hat er sich verraten. Damit hat er sich verraten und damit ist IDFC auf jeden Fall ein Lügner. Ja, richtig. Korrekt, voten, der letzte ist Gas. Das heißt, jetzt hochwählen und killen. Die wählen nicht mit. Warum wählen sie nicht? Warum wählt Revel Voyage auf einmal gegen William Hobbs? Gas wählt jetzt gegen IDFC mit. Das macht jetzt gar keinen Sinn mehr. Ich meine, wir wissen laut dem Psychic Lapis Lazuli, dass William Hobbs Town ist. Dann muss Gus der letzte Bösewicht sein. Auf einmal sind Lapis und Devon gut. Jemand hat noch einen anderen Namen genommen. Das Lustige ist, wenn er jetzt übrigens Psychic ist, muss die Town, muss der Jailer instant Lapis Lazuli killen. Wenn wir hier auch eine verbuggte Runde haben. Weil eben der Random Town schon raus ist. Aber ich denke, das hat sich jetzt hier eigentlich relativ schnell erledigt. Ja, da hat er halt gepokert. Welche Rolle wird der VIP sein? Was kann ich claimen, ohne Angst zu haben? Aber das war's mit ihm. Medusa ist useless. Das stimmt nicht. Medusa kann richtig Schaden ansetzen. Könnte zum Beispiel, ja, wenn niemand einen visitet, dann ist das richtig. Das ist korrekt. Aber da hätte man jetzt eigentlich Gus killen können. Rebel Voyage wird wahrscheinlich der Sheriff sein. Na, eher Escort. Sonst hätte er nicht random rumgewortet. Das hat er gesagt, ja. Von daher, macht Schluss. I can't get my result, though. Ah, das heißt, wenn du im Gefängnis bist, kriegst du nichts mit. Ja, das macht Sinn. Du kannst auch, wenn du als Sheriff jemanden untersuchst. Wie lost, he? Wieso? Doch easy. William Hobbs lieft. Hat keinen Bock mehr. Ja, das war's. William Hobbs war der Bösewicht. William Hobbs war der Bösewicht? Tatsache. Nein, William Hobbs hat geliefert. Wir ganz kurz mal gucken. Gus hat gewonnen. Gus war doch Escort. Das heißt, William Hobbs war gar kein confirmter Townie, wie es vom Psychic hingestellt wurde. Interessant. Ich würde nochmal gerne den Endbildschirm sehen. Ich weiß nicht, ob du den aufgenommen hast oder ob Devin den aufgenommen hat. Deswegen warten wir nochmal ganz kurz. Doch, da haben wir ihn. Ja, William Hobbs war die Medusa. Da hat der Psychic gelogen. Ich hätte den Escort gekillt in der Nacht. Aber gut, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich bedanke mich wie immer für euer Einschalten. Vielen Dank an Devin für deine Runde.
Ich habe ja noch drei weitere von dir, die werden dann in der nächsten Zeit kommen. Bis dahin noch einen schönen Abend. Tschö, Leute.